Hey, 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 hallihallo Leute, ja, Grüße aus dem HSV von mir und jetzt kommt wieder eine Folge Jump'n'Run auf dem Gommes-Server. Es haben natürlich ein paar Leute kommentiert, was ich machen soll und ich habe jetzt mal geguckt und habe mich für Wunschjump entschieden. Ja, und bei mir ist der Summon Let's Play, man sieht da oben auch, da ist die Schrift. Hallihallo. Hehe, so, wollen wir mal sehen, wie das abgeht hier, ob das jetzt eine schnelle Runde wird oder doch eine lange Runde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt mal den Chat ausgeblendet, dann irgendwie ist hier einer, der Slash V-All macht und da irgendwas anschreibt mit, lass meine Schwester in Ruhe. So ganz komischer Typ. Ah, ich bin gefallen. Verdammt. Warte, das Jump One ist so leicht, nach fällst du ich einfach. Ich weiß. Ich bin gerade aber blöd gesprungen. Kalle? Ja? Du weißt ja, ich habe begrenzt Zeit momentan. Ja. Also du musst das schaffen in der... Ja, hetz mich nicht. Hetz mich ja, nicht. Jumpen. Boop, stehen bleiben. Jumpen. Stehen bleiben. Jumpen. Stehen bleiben. Ah, verdammt, rübergerutscht über den Baumstamm. Ey, da steht, ich soll springen. Verdammt. Das war's. Nochmal. Hä? Also, ich glaube, ich hab's geschafft, Kalle. Warte. Ich hab's einfach geschafft. Ich hab keine Ahnung, wo du bist, also, aber kann sein, dass du es geschafft hast. Du musstest jetzt irgendwo da unten. Ja, du hast es geschafft, du bist da unten. Kleines Arschloch. Hast du den Chat komplett ausgeblendet? Jumpen. Ja, hab ich. Komplett ausgeblendet, denn ich habe keinen Bock auf so eine. Wie geht das? Bei Mehrspieler und dann einfach hinten. Chat. Toll. Uah! Ich mache jetzt mal ganz kurz kleine Sprünge. Hallo. Wow. Ja. Darf ich dir was sagen? Boah, Alter, gerade das Bild so... Ja, was möchtest du mir denn sagen? Ich hab Langeweile, ne? Warum? Ich hab so eine Langeweile, da ich das Scheißding da jetzt nochmal springe. Ah, okay. So, Leute, jetzt haben wir aber... Ich wurde zurückgeportet! Sind wir auch langsam am Ziel. Boah. Ja, jetzt haben wir es leider nicht geschafft. Das Wood Jump and Run, ich hab vorher extra geübt. Bin ich ganz ehrlich, ich hab vorher extra geübt. so, jetzt hier rein. Plup. Hast und deshalb ist es ganz einfach. Ja, ich falle gerade. Kalle, wartest du? Ich bin sofort wieder da, ne? Hab's geschafft. Ja, das war's. Noch einmal. Ja, wollen wir noch einmal machen? Da oben springt der Summon Let's Play, glaube ich. Fällt er gerade? Ist das Summon Let's Play? Ja, das war Summon Let's Play. Am Spawn. Haha. Am Spawn. Ja, du bist gerade gefallen. Nämlich. Ich stehe vor dem Schild Woodjump. Ja, du bist aber eben gerade gefallen bei mir. Nein. Weiß ich nicht. Und da fällt wieder einer. Ja, Leute, das wird eine kurze Runde. Ich glaube, ich jump das jetzt nochmal. Blub. Ich jump das jetzt nochmal. Weil ich möchte ja keine 2-Minuten-Folge hier machen. Ich kann ja mal, da ist das Summon Let's Play. Verdammt, ich kann ja mal ein kleines Thema an. Ja, du warst gerade kurz stehen, bist aufgestanden sozusagen. Aufgestanden. Ich wollte mal ein kurzes Thema ansprechen. Und zwar mein Server Craft Club. Ja, auf meinem Server Craft Club gibt es verschiedene, ich falle, Minigames. Darunter halt auch Survival Games, Paintball und One in the Chamber. Die meisten sind, also One in the Chamber, Paintball sind noch nicht verfügbar, da das halt auch alles selber geschrieben wird. Nebenbei wird der Server auf die 1.8 vorbereitet. Aber ich habe schon mal mit einem ganz normalen Survival Game Plugin, was man bei Bucket downloaden kann, 4 Maps von Survival Games fertig gemacht. Einmal meine eigene Map, Kingdom Islands. Dann die SG Map, die bei Minecamp benutzt wurde. Ich falle schon wieder, du auch. Die ist zugänglich. Dann haben wir noch die Map Futuristic City und Drybone Valley. Beide von Team Taverin. Ihr könnt da einfach raufkommen. Was machst du da hinten in der Ecke? Ihr könnt da einfach mal raufkommen dir und zocken. Das ist eine Illusion, Kalle. Ich bin nicht hinter dir. Ihr könnt mit mir zocken, ohne mich zocken. Also das ist halt euch überlassen. Es gibt auch noch eine Jump'n'Run-Welt. Das einzigste Problem, wenn man da aufhören möchte, muss man einmal disconnecten und dann wieder neu joinen. Weil das halt noch nicht alles eingestellt ist. Es wird nach und nach gemacht, weil derjenige, der den Server einstellt, hat nebenbei auch noch seinen eigenen Server. Und das dauert halt alles ein bisschen. Ist klar, es ist, kannst du jetzt nicht von heute auf morgen den ganzen Server fertig machen. Ist klar, das Plugins müssen selbst geschrieben werden, dies, das. Und ja, und dann kommt da irgendwann noch mein eigenes Plugin, was ich mir selbst ausgedacht habe. Das nennt sich Run or Die. Wow, Alter, fast wäre ich runtergefallen. Ja, deswegen sage ich einfach, kommt einfach drauf. Ihr könnt jetzt einfach raufkommen, zocken mit uns. Und ja. Blub, blub. 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 Boom. Hey, Kalle. Ich hab's geschafft. Ja. Bring dir auf den Kopf. Au!
Ja, Leute, das war eine kurze, knackige Runde. Jo, das war eine kurze, knackige Runde Jump'n'Run-Map. Das war Woodjump. Wieder, schreibt einfach mal wieder in die Kommentare, was ich das nächste Mal jetzt jumpen soll in der nächsten Folge hier auf dem Gommes-Server. Probiert sie selber ein bisschen aus. Ihr trefft mich hier ab und zu mal. Ich bin meist immer so gegen Abend da oder nachts. Das ist immer Unterschied. Also ich mal eher spät. Also jetzt zum Beispiel haben wir es gerade 19.25 Uhr. Ja, in 5 Minuten muss ich weg. Film gucken gehen. Jo, okay, Leute, ich bin weg. Ich wünsche euch was. Adrian hat das Schlusswort. Ja, Leute, wenn euch die Folge von Kalle gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben und ja, das war's.